So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und guck mal an hier, wir sind schon wieder am Rheinacker Weg, ne? Rheinacker Weg, kennst du es noch, Iswo? Rheinacker. Das ist der Iswo, das ist der Hannes, ne? Moin. Wir sind jetzt eigentlich gerade auf dem Weg zum Curry Imbiss München, weil heute ist Montag, wir haben einen Termin, wir sollen die neuen Dönernudeln mal probieren, gibt drei Sorten. Dazu wird es aber ein extra Video geben. Gleichzeitig ist seit 10 Uhr der Raid-Postwechsel gewesen, das heißt, Rigi Eis ist jetzt in den Raids und das ist ein Iswo sein Lieblings-Pokémon und wir müssen gucken, dass wir irgendwo in München einen Rigi Eis Raid finden, dann nachdem wir gegessen haben, den als Community Raid posten. Ich habe zum Hannes schon gesagt, wir müssen das Auto erst vorbeilassen, dann kann ich euch sagen, was ich Hannes gesagt habe. Ein Raid in München ist wie ein Sechser im Lotto, ne? Deswegen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist ein bisschen außerhalb hier, sonst wäre das wieder anders. Aber du kannst ja nicht jeden Tag zum Marienplatz und hin und her, ne? Ah, das muss auch mal so gehen. Und wenn wir keinen finden, dann halt nicht. Wir gehen jetzt also essen. Und dann werden wir einen Raid posten. Und der Iswo freut sich, der wird ganz viele machen. Hat er gesagt, ganz viele. Ach, das müssen wir dann privat machen. Immer mal spontan ein paar Leute einladen, wenn wir gerade noch einer machen sind. Aber das heute wird erstmal der Community Raid mit Rigi Eis und wahrscheinlich auch dann Rigi Eis Raids für Zuschauer. Am Wochenende, wenn ich wieder zu Hause bin, weil es gibt es ja auch als Shiny und manche brauchen den ja noch, obwohl der eigentlich nicht so nützlich ist. Gegen 100er hätte ich trotzdem nichts. Das ist München, ne? Das ist München. Ach du Scheiße. Das ist Nürnberg. Das ist München. Oder das ist München. Und das alles ist München. Und das ist Kräuterglut. Gut. Jetzt dachte ich schon München. Guck dir das an. Ein Regenwurm gefunden. Da ist ein Safkon. Ein Safkon gefunden. Das ist jetzt, glaube ich, hier im Pokémon-Vlog drin, also beim Rigi Eis Community Raid. Wir sind nämlich gerade beim Curry-Imbiss, haben da Nudeln getestet, habe ich ja gesagt. Und jetzt haben wir noch hier so einen schönen Balkan-Grillteller bekommen. Aber den schaffen wir nicht mehr, das weiß ich jetzt schon. Und da war auch noch das drauf, so eine schöne Grillpaprika, die werden wir jetzt auch noch verschlingen. Das ist richtig schön warm. Mm. So. Und jetzt? Und jetzt ein riesige Eisreis suchen. Alter! Nee, war Spaß, habt ihr nicht erkannt, oder? Willkommen zum Rigi Eis Community Raid. Wir haben es endlich geschafft und guck mal, wo ihr steht und guck mal, wo wir sind. Das ist der Iswo, das ist der Hannes und wir sind schon wieder hier an dieser blöden Tischtennisplatte. Es gibt in ganz München wahrscheinlich nur eine Tischtennisplatte und an der ist immer nur ein Raid, einmal am Tag und wir sind genau wieder rechtzeitig gekommen. Ist es nicht herrlich? Da hat der Hannes noch das Klopapier, ne? Genau. Das kennt ihr vielleicht noch vom Curry-Imbiss-Video-Vlog-Dings. Da ist noch das restliche Essen. Hier ist unser hochprozentiger Spezi zum Wegknallen, weil wir saufen ja nur. Das ist an der Tischtennisplatte ganz normal. Wie willst du sonst den Ball treffen? Und ich möchte mal vorlesen. Ich habe nämlich den Community-Post, den Community-Tab wieder vollgeseucht, habe den Community-Raid gepostet in den Community-Tab. Es ist aber auch kompliziert. Und da haben sich jetzt Leute eingetragen. Und die muss ich eigentlich einladen. Also hier steht 1322 Rigi Eis Community-Raid. Die zwei Accounts laden ein, deswegen müsst ihr eure Codes hinschreiben, dass sie euch adden können. Die haben nämlich keinen. Und wir haben dabei auf dem einen Handy Shinaya, Henry Nicky, Carsten, Wicketar, Jason. Und auf dem anderen Bloodentiers, Knut Lina, Luigi Sarada, Andy Project und 1 Zedane Malos. Der irgendwie es nicht funktioniert, wenn er seine Sachen da hinschreibt, weil der Kommentar immer automatisch gelöscht wird. Thomas! Lass das, Spaß, das ist nicht Thomas. Schneewolf hat es leider nicht reingeschafft. Habe ich auch geschrieben, dass schon alles voll ist. Die kennst du auch fast alle. Shinaya kennst du, ja. Henry Nicky kennst du Carsten. XY, Carsten, YX. Habe ich, glaube ich, drin. Zademalo habe ich auch drin. Hey, Wickeda, kennst du? Wickeda habe ich leider nicht drin, glaube ich. Kennst du Jason, 050? Ja, habe ich. Bladentiers? Habe ich. Sarina, ne? Knut Lina?
Nein. Das ist der Eisbär Knut, ne? Luigi Sarada, die Sarada Gang kennst du gut. Ja. Weiß ich nicht, wirklich gut. Andy ja, Project. Nein, kennen tue ich, aber ich habe es nicht bei mir drin. Andy Project? Nein. Hä? Den siehst du immer bei der Chaos Lady, den siehst du immer bei der Sabrina, den siehst du immer beim Ramses, manchmal siehst du den auch beim Hong. Hong. Ja, und eins zieht der Malos, haben wir ja abgeklärt. Ja, ja. So, auf jeden Fall muss ich jetzt in die App. In 2 Sekunden geht nämlich eigentlich der Raid. Hä, hier ist er schon auf und hier dauert's noch. Egal. Ismo, du bist bereit. Hannes, du bist bereit. Jo. Das finde ich sehr gut. Dann gehen wir nämlich jetzt hier drauf. Auf die Geräts, auf die. Und müssen natürlich einladen. Wen wir einladen, das sage ich euch jetzt. Also rein, Jungs, rein. Man muss es immer noch 5-mal sagen, damit der Ismo sagt, ja, du hast nichts gesagt. Jo. 1 zieht immer los, Knut Lina, Andy Project, Blood and Tears, Luigi Sarada, Jason, Henry, Vigeta, Shenaya. Fehlt wieder einer. Also hier sind alle da, hier sind nur 4. Jetzt weiß ich leider, das muss die erste 5er-Gruppe sein. Jason, Henry, Vigeta, Shenaya sind da. Das heißt, wer fehlt, wer hat nicht angenommen? Ich kann ja noch mal ganz kurz reingucken, den Chat erlaube ich mir. Dann verpasse ich den Raid, weil ich rausfliege. Ich auch, ich komme bei beiden nicht rein. Und es ist... Karsten! Karsten Stahl fehlt offiziell im Community Raid, hat die Freundschaftsanfrage jetzt, wo es aufgeht, noch nicht angenommen. Bin ich schon drin jetzt. Nein. Bist du nicht. Guck. Ich kann ja jetzt dann nicht einfach raus und die Leute alleine lassen. Also ist wo das muss. Da können ja jetzt die nichts dazu. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Vielleicht kommst du dann. Möchtest du mal probieren? Spezi, eisgekühlt. Ich starte es nochmal neu. Na, dann trinke ich so lange ein. Dann muss ich halt danach nochmal rein. Ja, aber du alleine schaffst es ja nicht mit deinen 2 Accounts. Aber wir wollen ja heute eh noch mal ein bisschen in die Stadt dann vielleicht oder halt so gucken, was geht und dann jo. Probieren wir es halt da noch mal. Nee, das ist doch Quatsch, Mann. Jetzt sind wir extra hergelaufen. Ja, aber du schaffst es nicht allein. Du schaffst es nicht allein. Ich muss jetzt erstmal reinkommen, so. Naja, wenn der Raid um ist und... mach wie du denkst, Leute. Nicht aufregen. Der Ismo macht das schon, ja. Also, ich bin jetzt drin, jetzt kann es losgehen. Ja, bist jetzt alleine dann in der Lobby, wenn du jetzt reingehst. Es geht nicht. Geht wieder nicht beim Pass einwerfen. Gut. Nein, das hier ist es jetzt da und da ist es noch nicht drin. Also beim Anmelden. Naja, man müsste schon wenigstens in der App sein und nicht so, es geht jetzt, wenn man gar nicht, noch nicht mal die Arena vor sich hat. Ich weiß nicht, wieso das bei dir ist. Ich mach mein Ding hier an, mach Hotspot auf die 2 anderen und alles passt. Die Akkus frieren. Was ist da der Hauptding? Wir haben keine Akkus in die Handys, ich hab's verstanden. Oder hast du beide auf Hotspot? Ich muss ja von dem einen rübergeben. Ja, ich gebe auch an beide rüber. Pass auf, jetzt ist ein Shiny dabei, ist ein 100er dabei. Ich weiß den 100er Wert nicht, aber wir können einfach gucken, wer das Höchste hat. Hier auch alle interagiert, wunderbar. Hier Jason Wicked da, auch irgendwas dabei. Da Policia auch dabei. Das ist 17:31, 17:45. Ja, jetzt. Der muss auf jeden Fall... Also unter 45 ist nix. 17:65, der hat noch mal mehr als der. Das heißt, das müsste der. Hannes, wie viel hast du? 17:41. Dann habe ich gerade den höchsten, den muss ich jetzt fangen, Ispo. So, einfach fabelhaft, das sieht gut aus. Shiny war keiner dabei, oder? Nee. Ich könnte ja den Ispo fragen, was er hat, aber. Ja, Ispo, ich kann es jetzt nicht ändern. Doch, du hilfst mir gleich, wenn ich fertig bin. Wenn du mir sagst, wie, dann fange ich an, dir zu helfen. Du kannst ja auch einfach Freunde auf deine Liste einladen. Das soll funktionieren, da macht doch keiner mit.
Ja, welche, die, mit denen du dich vorher absprichst und die online sind. Nicht welche, die nicht im Spiel sind. Die müssen schon gerade zocken können. Im Endeffekt ist der gut und er haut ab. Der erste war nur getroffen, der zweite und der dritte waren kacke. Wieder kacke. Oh. Ich muss mich jetzt mal hinstellen. Ach, nicht schon wieder noch mehr kacke. So, müsst weiter nach links ziehen. Nicht 45 Grad, 35 Grad. Und dann auch nicht so doll. Und dann geht er, passt perfekt in die Mitte rein. Und bitte den Kreis auch nicht verstellen. Leute, es geht um die Wurst. Schön nach links, 35 Grad. Und dann nicht zu doll. Ja, der hüpft. Er sieht schon speziell aus, der Typ, ne? Ja, kann sein. Ach, guck mal, das glückliche Teil. So, passt. Leicht nach links. Eins, zwei, raus. Oh, er macht mich gerade nervös. Sonst kriege ich immer die mit den niedrigsten WP aus dem Raider, weiß ich, es geht um nichts. Aber wenn er die höchsten hat, dann kann das alles Mögliche sein. Ich habe mir die Werte nicht angeschaut, aber er ist drin. Das heißt, jetzt pass auf, was ist es? Es ist ein... Erstmal gibt es 4 XL-Bonbons, erstmal habe ich Knieschmerzen und es ist, na der ist scheiße, 15, 13, 12, München, Bayern, kann man eigentlich gleich verschicken, aber vielleicht kann man auch einen Iswo mal einen rübertauschen, so, wenn er da Bock drauf hat. Ansonsten war es das mit dem... Die Werte sind 17,84 und wettergeboostet 22,30 sind die 100er Werte. Was, 17,84? Ja. Ja, da hat noch einiges gefehlt. Ansonsten, das Iguana sieht so betröppelt aus wie der Iswo. Das Mach war ein Community Raid ohne einen Iswo. Der ist schon wieder genervt. Der, seitdem der in München ist, immer nur genervt. Ne? Schnee ist auch schon wieder weg. Da sind sie letztens noch Schlitten gefahren. Jetzt ist keiner da. Bei den anderen Dingern anmelden, dass okay, wir den machen. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Peace out, vorhaut euer Ramses. Euer Hannes. Tschüss.